Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe beim letzten Mal gemerkt, dass ich dank der Tränen in Innos dieses Schutzamulett, das ich beim vorletzten oder vorverletzten Mal gekriegt habe, Innos göttliche Aura, habe ich bei den Orks gemerkt, dass ich relativ viel aushalte mittlerweile und deswegen bin ich trotz nur 4 Mana-Punkten zuversichtlich, dass ich hier beiden mich mit denen auch ohne Mana anlegen kann. Was macht ihr hier? Was geht dich das an? War nur eine Frage. Schon verstanden. Aber was machst du denn hier? Schließlich ist das unsere Straße und wir haben's nicht gern, wenn man uns hier belästigt. Das geht dich gar nichts an. Was soll das? Willst du Ärger? Wenn es sein muss. Hoho, ganz schön große Klappe. Wird Zeit, dass ich sie dir stopfe. Ja, ne? So viel dazu. Schauen wir mal, wie gut die austeilen können. So, einer weniger. Na, da habe ich ein bisschen zu spät geblockt. Aber, hey, das hat funktioniert. Goldbrocken, sehr schön. Ich sagte euch, ich muss nochmal in die Erweiterung. Da kann ich meine Goldbrocken nämlich einschmelzen lassen. Echter Seemannsrockbrotfisch und 3 Dietriche. So, sind die jetzt eigentlich tot? Die sind so richtig komplett tot, okay. Wenn sie nicht tot wären, dann hätte ich sie jetzt angezeigt bekommen. Wow, was war das denn? Ein kurzer Ruckler und danach eine scharfe Linkskurve. Wenn sie jetzt nicht tot gewesen wären, hätte ich sie anvisieren können, um sie zu erstechen und sie endgültig zu töten. Was ich natürlich nicht getan hätte, denn ich bin ja der Gute, wie ich ja beim letzten Mal schon gesagt habe. Ich bin der gute Massenmörder und deswegen mache ich sowas nicht. Genau. Okay. Hier gibt es noch relativ viele Kräuter. Habe ich mir umgeschaut offscreen, aber es sind hauptsächlich so Heilkräuter, Heilpflanzen. Ja, kann man machen, aber es ist halt so viel Aufwand, die hier im ganzen Gehölz zu finden. Und es ist kein Kronstöckel oder so dabei. Von daher spare ich euch das, weil das ist doch ein bisschen langweilig, da einfach nur ein bisschen rumzulaufen. Stattdessen möchte ich euch in diese Höhle mit hineinnehmen und verstoße sogleich gegen meine eigenen Worte und sammle schwache Kräuter auf. Hier im Unterholz. Ich dachte, hier hätte es noch mehr gegeben. Ach, da vorne, tatsächlich. Wow, ein Blauflieder. Doch so viel. Ich weiß nicht. Mir fehlt beides, Mana und Leben. Dann vernichte ich mal eben den Blauflieder. Dann habe ich beides wieder ein bisschen. Ich meine, sicher ist sicher, ne? Was habe ich da für eine einzelne Biere? Ich mag's nicht, einzelne Dinge zu haben. Die brauchen so viel Platz. Genauso wie die beiden Fische. Oder das Brot. Und das Wasser, das dauert so lang zum Trinken, das trinke ich nicht. Das ist mir zu blöd. Ach, guck mal, ein Skelett. Gut, dass ich Mana habe. Zumindest für einen Blitz. Ich hoffe mal, ich schaffe das Skelett jetzt ohne Zauber. Na? Kamera, ich würde gerne meinen Gegner sehen. Damit ich weiß, wann ich blocken muss. Danke. Geht doch. Knochen eines Skeletts. Siehste? Und ich habe so viel davon verkauft. Gar kein Problem. Hier kriege ich neue. Oder waren es Knochen von Goblins, die ich verkauft habe und nicht mehr kriege? Keine Ahnung. Okay, hier drin gibt's nichts. Hier drüben geht's weiter. Eine Truhe. Und was haben wir hier? Ein Zweihänder. Ja, okay. Kann der was? Ist der vielleicht besser als mein Typhoon? Ich habe halt... Ey, Moment, ich habe 81 Stärke. Das heißt, ich könnte jetzt sogar den Paladin Zweihänder benutzen. Hätte aber halt 5% weniger Chance auf kritische Treffer. Ich glaube, das macht mehr aus. Das heißt, das nächste, was ich tragen könnte, wenn ich mehr Stärke hätte, wäre... Entweder ich gehe auf Einhand, dann Morgenstern oder Zweihänder mit 105 Stärke. Gut, dann schauen wir doch mal, was in der Truhe hier so drin ist. Boah, links, rechts, rechts, links, dreimal rechts und dann links, okay. 150 Gold, Halleluja, ja, das nehme ich sehr gerne. Und schaut mal, dieser Felsen, der ist schon ein bisschen seltsam, oder? Ich weiß ja auch nicht, was passiert denn jetzt, wenn ich mich dahinter cheate?
Oh, guck mal. Da geht's ja weiter. Saturas, Skip, Kronos, Medarion, Nefarius und Pedro. Ja, und wenn ich dann rauslaufe... Ja, ich könnte die jetzt alle durchsuchen und Dinge mitnehmen. Ich könnte auch mit Pedro quatschen, ich tue's aber nicht. Was das ist die sogenannte Leichenhöhle. Da werden die ganzen... Also die ganzen Wassermagier sind deswegen hier, weil das Spiel nicht die Wassermagier umzieht in die Erweiterung, wenn ich in die Erweiterung da gehe. Da ist nichts zu holen. Sondern die Magier hier in dieser Welt, die werden quasi getötet und hier abgelegt. Und dafür werden dann neue Magier in der Erweiterung erschaffen. Also generell gilt es für Charaktere. In Gothic 1 gab es auch so eine Höhle. Nee, warte mal, Quatsch. Gothic 1? Blödsinn, nicht in Gothic 1. Im Minental meine ich. Im Minental gibt es auch so eine Höhle. Die ist da allerdings außerhalb der... der Grenzen. Also nicht nur so hinter einer kleinen Wand, sondern... Nichts zu plündern. So richtig außerhalb. Ich müsste quasi aus der Welt rausklettern oder mich rauscheaten. Links, rechts, 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 links. Genauso wie die eben. Hm. Das ist aber keine gute Sicherheit, hier das gleiche Passwort zweimal zu benutzen. Ja, genau. Also jedenfalls liegen deswegen hier die Leichen drin. Boah. Manchmal kommt es vor, dass eine der Leichen draußen vor dem Stein liegt. Das ist dann ganz lustig. Das sorgt dann gerne für Verwirrung. Das ist mir mal passiert bei einem der ersten Playthroughs damals, vor vielen Jahren. Hat mich verwirrt, deswegen habe ich mich da schlau gemacht und habe das rausgefunden. Ja, so sieht's aus. Aber wie gesagt, der Cheat-Modus ist wieder aus und ich werde das nicht zu meinem Vorteil benutzen. Denn ich möchte hier ohne Bescheißen durchkommen. So, hier sind zwei Wargs noch. Die habe ich mal angeschlagen. Die sind natürlich relativ stark, auch jetzt noch für mich. An und für sich, aber naja, dadurch, dass sie angeschlagen sind, kriege ich die hin. Das ist nicht das Problem. Okay. So, angeblich gibt es hier noch einen Kronstöckel südlich des Steinkreises. Snapperkraut. Schau mal einer an. Das nehme ich gerne auch mit. An irgendeinem Baum soll es hier noch einen Kronstöckel geben. Will ich den südlich? Weiß ich nicht. Nee, ich schau gerade nach Osten, das heißt, ich bin westlich. Ein schwerer Ast. Ja, hier richtig, hier waren mal Goblins. Ich erinnere mich. Vielleicht habe ich den auch schon, den Kronstöckel. Ich will jetzt nicht allzu lang suchen. Aber ja, Kronstöckel will ich auf jeden Fall mitnehmen, wenn ich den finden kann. Südlich müsste dann hier sein, ne? Schauen wir mal, ist es hier? Nee, da ist nichts. Und hier sehe ich jetzt auch nichts. Ne, okay. Dann ist hier einfach nichts. Pech gehabt. Okay, da unten gibt es noch einen Suchten und ich glaube auch, es gibt hier einen Dingens, ne? Sag's mir, ich hab's vergessen, wie das heißt. Egal, ich brauche wieder Mana. Ich, auf gar keinen Fall Kronstöckel essen, das wäre schrecklich. Nee, genau, ich wollte gucken, wie viel Mana der Eisblock braucht. 40, das geht ja noch. Und danach würde ich mich teleportieren. Das heißt, ich brauche 50. 60 esse ich dann mal, so 4 Stück davon. Dann habe ich einen Eisblock und einen Teleport. Ach, da ist der Schattenläufer, schau mal einer an. Und jetzt ist es ein Eisläufer. So viel Schaden, wie ich da jetzt aktuell mache, könnte ich ja sogar mal versuchen, mich mit einem Schattenläufer anzulegen, ohne ihn einzufrieren. Aber irgendwie traue ich mich das Ganze noch nicht so richtig. Ich weiß auch nicht. Ich habe schon ein bisschen Respekt vor. Hey, Feldräuber! Mann, was habe ich hier an Gegnern übersehen? Unglaublich! Na komm! Was ich hier entgegne. Und hier ist noch ein Morad. Wobei, ich weiß nicht, ob ich die übersehen habe oder ob die jetzt einfach neu gespawnt sind. Das könnte ja auch sein. So, da vorne ist meines Wissens nach noch ein Suchen da. Und wenn ich dann bei dem war, dann habe ich, glaube ich, ziemlich alles an Kronstöckel, was es hier zu finden gibt in der Welt. Okay, hier ist der Suchende nicht.
Das heißt letztendlich aber nur, dass er sich irgendwo, was sagt denn die Uhr, 13:30 Uhr, genau, dass er sich hier auf dem Weg aufhält. Ich fürchte jetzt, er könnte mich ansprechen. Wie viel Mana habe ich? 24. 39. Machen wir das mal so. Sicher ist sicher. So. Das braucht auf jeden Fall weniger Mana. Als... ne? Und so. Als mitzaubern. So, jetzt habe ich einiges an Kronstöckel zusammen. Aber wenn ich es mir recht überlege... Tränke bauen ist ziemlich langweilig. Das mache ich offscreen. Tränke bauen ist extrem langweilig. Ich zeige euch vielleicht einen, damit ihr jetzt mal seht, wie es aussieht. Aber es ist ziemlich langweilig, weil es ist halt immer wieder das Gleiche. Nun gut, es ist 13:46 Uhr. Ich werde jetzt erstmal bis zum nächsten Morgen schlafen. Und dann kann ich nämlich immerhin schon mal meine Mana nochmal um 1 steigern. Indem ich hier nochmal bete. Oh, da kommen die Novizen raus. Das sieht so cool aus, wenn die direkt hintereinander laufen, finde ich. Also hier Innos-Statue beten. 100 Gold. Mana plus 1. Und damit habe ich 220. Sehr schön. Dann frage ich mich gerade, nachdem ich den Trank gelernt habe, da Gorax ja immer die Zutaten hat, die ich für eine Rune brauche, wenn ich eine Rune lerne, frage ich mich, ob er jetzt auch Zutaten hat, wenn ich einen Trank lerne. Sieht aber leider nicht danach aus. Sehr schade. Sehr, sehr, sehr schade. Dann, ich könnte jetzt runtergehen und den Alchemietisch unten benutzen. Aber das ist mir jetzt, zu weit weg. Ich gehe jetzt einfach hier rein. Ich habe hier einen um die Ecke. Und dann zeige ich euch mal, wie das aussieht. Ich gehe hier auf spezielle Tränke. Und dann auf das Elixier des Geistes. Dafür brauche ich eine Feuerwurzel und einen Kronstöckel. Und Feuerwurzeln habe ich noch 27, Kronstöckel habe ich 12. Und ich brauche natürlich auch Laborwasserflaschen dafür. Davon habe ich 37, also auch mehr als genug. Es gibt, glaube ich, noch ein bisschen Kronstöckel im Spiel zu kaufen, bei Zuris, soweit ich weiß. Und ich mache jetzt erstmal meine Lederbeutel auf, damit ich ein bisschen Gold habe wieder. So, ist das gut. Und dann würde ich gerne nämlich mal in die Stadt und mich dort umschauen. Zur Taverne. Nein, zur Hafenstadt. Ja. Und, oh, einerseits, ich habe noch eine wichtige Sache entdeckt, also beziehungsweise gelesen. Guck mal, hier ist ein Mario. Und der sieht aus, als könnte... Ich habe gehört, du suchst Leute für dein Schiff. Ja. Und? Ich bin dabei. Ich wollte gerade sagen, sieht aus, als könnte er kämpfen. Also, klingt gut, oder? Warum sollte ich dich mitnehmen? Ganz einfach, weil du mich brauchst. Ich war Leutnant bei der Königlichen Kriegsmarine. Ich habe als Seesoldat auf der König Roba und auf der Myrtanas Stolz gedient. In der Schlacht um das östliche Archipel habe ich eigenhändig 2 Dutzend Orks zurück in Belias Reich geschickt. Leider waren wir zu wenige. Nachdem unser Flaggschiff versenkt worden ist, mussten wir uns zurückziehen. Wieso bist du dann hier? Die Flotte ist geschlagen und die Soldkassen sind leer. Nach meiner Entlassung bin ich dann hier in diesem Nest gestrandet und suche eine neue Heuer. Was kannst du? Ich bin ausgebildet für den Enterkrieg und im Nahkampf. Ferner bin ich ein ganz brauchbarer Schütze mit der Schiffskanone. Ich wette, es gibt die eine oder andere Sache, die ich dir auf der Reise beibringen kann. Ja, warum nicht, ne? Je nach Preis. Was verlangst du? Was kann ich denn verlangen? Ich bin froh, wenn ich von hier wegkomme. Hand gegen Koje. Ich helfe dir und dafür nimmst du mich mit. Ha, das ist ja... Die Reise kann gefährlich werden. Ich bin Gefahr gewohnt. Wenn du da draußen bist, ist jeder Tag gefährlich.
Das ist auch der nächste Sturm kann dein Tod sein. Und die Ungeheuer aus den Tiefen können dein ganzes Schiff am Stück verschlingen. Ah. Die orkischen Galeeren muss ich wohl nicht extra erwähnen, oder? Glaub mir, es gibt nichts, wovor ich Angst habe. Ein Seemann, der Angst hat, ist schon tot. Ja, dann? Gute Leute kann ich immer brauchen. Alles klar. Wir sehen uns dann am Schiff. Ah, da weißt du, wohin muss. Interessant. Gut, das ist aber nur ein kleiner Ausflug. Ich möchte natürlich zu Zuriss. Oder möchte ich zu... Da nicht dran. Warte mal, wenn ich gerade mal hier bin. Wenn ich schon hier unten bin, im Hafenviertel. Dann kann ich zuallererst natürlich mal hier zu dem Alchemist hier drüben gehen. Der hat vielleicht auch Kronstöckel. Oh, wie hieß der denn? Ich hab's wieder vergessen. Keine Ahnung. Aber ich könnte ja... Wie gesagt, ich brauche ja Geld. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte bei ihm Dinge verkaufen. Schade. Ich dachte, bei ihm kann ich handeln. Aber nee, ich will nicht schmieden lernen. Ignaz war es. Genau, Ignaz. Zeig mir deine Ware. Hast du Kronstöckel? Nein. Laborwasserflaschen habe ich auch noch genug. Hast du vielleicht die Tränke selbst? Nein, nur Tränke der Geschwindigkeit. Und was kann ich dir verkaufen? Tja, ich weiß auch nicht. Das Auge Enos, genau. Genau, ich werde das Auge Enos an irgendeinen Typen im Hafenviertel verkaufen. Warum auch nicht? Kann man ja machen, ne? Nee, aber was ich ihm geben kann, zum Beispiel, ist die schwarze Perle, ist die Schatulle. Ah, jetzt habe ich zweimal geweiht, das Wasser. Die Enos-Statue behalte ich mal. Wobei, nee, kannst du haben. Sumpfkraut kannst du haben. Das kannst du haben. Und die Felle verkaufe ich bei Bosbar, oder? Die Felle verkaufe ich bei Bosbar. Da weiß ich, wo ich sie finde, wenn ich sie wieder brauche. Ah, da ist ein Trank im Regal. Aber nee. Ich beklaue die Leute hier nicht. Bin ja nicht gemein. Ich doch nicht. Ich könnte so. Nee, warte mal, die Waffen, die schlechten Ork-Waffen, die verkaufe ich bei dem Schmied, ist ja logisch. Und die Felle verkaufe ich bei Bosbar. Zeig mir deine Ware. Vielleicht hat Bosbar ja so als alter Jäger ein paar Kräuter im Angebot, aber nein, hat er leider auch nicht. Schade. Schattenläufer, schwarzer Troll, Trollwag. Was habe ich noch an Fellen? Da ist noch ein Fell. Das sind zwei Felle. Keiler Felle, genau, keiler Felle. Die hätte ich auch noch. So, da ist ein Lederbeutel. Das hast du nicht gewusst. 50 Gold und ein Ring, okay. Ich weiß nicht mehr, wem man noch glauben kann. Was ist das denn für ein Ring? Wo hast du das denn schon wieder? Ring der Unbesiegbarkeit. Ah ja, interessant. Von mir erfährt keiner was. 10 Mana oder Schutz gegen alles. Das hast du doch vorher gewusst. Interessanter Tausch. Das war überlege ich mir auf jeden Fall noch. Gut, jetzt aber erstmal ins obere Viertel. Denn nicht zuletzt ist hier unser alter Freund Diego. Den würde ich natürlich auch gerne mitnehmen. Auf die Reise. Komm zurück. Ich will, dass du mich begleitest. Wo ist deine Entschlossenheit geblieben, mein Freund? Na klar komme ich mit. Wenn du nur weißt, was du willst. Ja, ich weiß. Warte einen Augenblick. Bin sofort fertig. Ich weiß. Ich habe ihn vorher mitnehmen wollen und habe ihn wieder da gelassen. Aber eigentlich, hey, Diego ist ein alter Kumpel. Ich will Diego mitnehmen. So, wir können los. Ja, bis am Hafen nachher. So, ich frage mich, ob die jetzt endlich mir ihr Schiff überlassen. Worauf wartet ihr noch? Wir warten noch auf unsere Ausrüstung und Verpflichtung. Ah, immer noch, okay. Ach ja, stimmt, warte mal, ich muss ja den Captain noch holen. Richtig, ich habe zwar den Lehrling zu Jack geschickt, zum Leuchtturm, aber ich war noch gar nicht dort, um mit Jack zu reden seitdem. Natürlich. Deswegen habe ich jetzt effektiv noch keinen Kapitän. Hey, du! Aber gut, Lutero. Zeig mir deine Ware. Zeig mal, was du hast. Du hast nämlich, soweit ich weiß, auch noch einen Kronstöckel. Tada, ein Kronstöckel. Ring der Macht brauche ich nicht. Armee der Finsternis. Das klingt gut. Apfeltabak. Nö. Und sonst. Herz eines Dämonen. Wow. Ein Runenstein brauche ich nicht. Herz eines Steingolems. Ich glaube, die habe ich sogar verkauft, die Dinger. Ohne mich hätte er die gar nicht. Mir hatte das nicht. Nun gut, ich brauche keine Tränke der Geschwindigkeit. Ich esse aber den Blauflieder. Meine Meinung will ja ich suche jetzt eigentlich das hier, das Snapperkraut. Denn damit komme ich wieder schneller runter zu Zuriss. Aus dem Weg.
Tatütata. Der Massenmörder ist da. Jawohl. Massenmörder. Irgendwie gefällt mir das. Vor allem, ich bin ja der Gute, ne? Ja. Ach, das ist großartig. Nun gut. Ich wundere mich über gar nichts. Ah, die Folge ist schon wieder so lang. Ich mache jetzt folgendes. Ich gehe jetzt noch hier zu Harad, dem Schmied, und verkaufe ihm meine ganzen Waffen, die ich nicht brauche. Hey, du. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Gut, dann eben nicht. Dann... Ach nee, warte mal. Ich habe hier gar keinen Alchemietisch zur Verfügung bei Konstantino. Hey, da bist du ja wieder. Ja, da bin ich wieder. Zeig mir deine Ware. Hast du Kronstöckel? Kronstöckel, 5 Mal nehme ich. Alle 5. Boah. Richtig viel, richtig viel. 18. Feuerwurzel 27, immer noch genug. Und Laborwasserflaschen 37, mehr als genug. Wow. 5 Kronstöckel. Unglaublich gut. Das heißt, wie viel habe ich jetzt? 18. 18, also ich kann 5 Mal... Also ich kann mein Mana um 90 steigern. Wahnsinn. Unglaublich gut. Darf ich jetzt als allerletztes noch, es tut mir leid, dass die Folge so lang ist, aber das will ich jetzt wirklich noch schnell machen, damit ich dann offscreen meine Tränke brauen kann. Will ich jetzt hier noch schauen, was Zuris im Angebot hat. Das ist ja interessant. Zeig mir deine Ware. Zuris auch noch Kronstöckel hat. Nein, Zuris hat keinen Kronstöckel, aber Zuris hat das Elixier des Geistes 2 Mal. Er redet einfach zu viel. Für 3000, das nehme ich auch. Das darfst du ja, keinem erzählen. Das nehme ich auch. Ist mir egal, das nehme ich auch. Jetzt habe ich nur noch relativ wenig Gold, 1100, naja, relativ wenig. Mehr als genug eigentlich noch. Was du nicht sagst. Wie gesagt, Waffen verkaufen. Kann ich auch bei Harkon. Das ist mal wieder. Zeig, es ist mir eine. Ja, das können wir überspringen, den ganzen Nein, Dialog. Die Folteraxt. Einhänder weg. Ich trage, wenn, dann 2 Hände. Die brutale Orgaxt sicher nicht. Und der Paladin 2 Hände. Ich bin der Meinung, er ist schlechter als mein Typhoon, deswegen gebe ich ihn her. Genauso wie die Orgaxte und alles andere. Und wenn ich dann hier alles los bin. Eichenbogen kann ich niemals tragen, vergiss es. Bolzen brauche ich genauso wenig. Gut, dann wäre ich hier soweit fertig. Mein Mann sieht das anders. Zeig mir deine Ware. Du hast... Ey, der hat Kräuter. Warte mal, Feuerwurzel? Heilkraut, Heilpflanze. Schade, nur die normalen Heilkräuter. Okay. Dann würde ich sagen, die Folge ist jetzt hier zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hab's selbst erlebt. Und beim nächsten Mal... Nee, warte mal. Das ist Unsinn. Da will ich hin. Da will ich hin. Aus guten Gründen, wie ihr sehen werdet. Allerdings erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Auf Wiedersehen.